So, jetzt müssen wir mit dem Schamanen reden. Wo ist denn der überhaupt? Möchte hier runter? Waren wir hier überhaupt schon mal? Das ist der pubertierende Krogane. Hammerhart. Nee, warte mal. Hier ist falsch, ne? Vielleicht hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll filzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen. Ah, hier ist der Schamane. Okay. Du hast doch Augen nach vorn. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Ördnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Ihre Proteste klingen hohl. Ernold Reeve hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Clan? Ihre Verbündeten, die in ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Was zum Teufel ist Ihr Problem? Was haben Sie gegen Grunt? Es ist egal, ob ihn einer von uns geschaffen hat. Er ist eine Fälschung. Er könnte ebenso gut die Genophage aus Fleisch und Blut sein. Die Genophage betrifft die Schwachen. Mein Blut wird uns stärker machen. Sie klingen wie die Radikalen, die uns schwächen. Veränderung ist eine Bedrohung für unser Innerstes. Wir müssen zu den alten Methoden zurückkehren. Es geht also um Politik. Sie treiben die gleichen Spielchen wie der Rat der Citadel. Kämpft Ihr Krant auch nur mit Worten? Sie wagen es, mich derart zu beschimpfen? Beeindruckend, Sie haben sie mit Worten herausgefordert, ihrer natürlichen Waffe. Und jetzt sieht Ihr Krant, wie Ihre Position schwächer wird, Uwenk. Tja. Schamane, Sie dürfen nicht zu seinen Gunsten entscheiden. Was wird aus der Kroganer-Tradition, wenn Sie den Ritus beschmutzen? Sie wagen es? Ich war ein Krieger, bevor Ihre Mutter geboren wurde. In meinen Worten liegt die Autorität von Jahrhunderten. Ich entscheide, wer würdig ist. Ende der Diskussion. Ich habe andere Methoden, um dagegen vorzugehen. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Sie sind jetzt Ihr Problem. Ja, okay. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Wir kommen wieder, wenn wir bereit sind.
Sobald der junge Kroganer bereit ist, Blutvergießen und der Ritus sollen niemals überstürzt werden. Ach so, okay. Sind Sie bereit für den Initiationsritus? Seien Sie gewarnt. Sobald er begonnen hat, müssen Sie ihn durchstehen. Bis zum Erfolg oder bis zum Tod. Wir sind bereit. Großartig. Na dann. Holen wir unseren kleinen Grunty mal aus der Pubertät raus und machen ihn zu einem Mann. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Grunt und wir nehmen natürlich noch hier, wir nehmen noch Jackie mit. So. Da bin ich schon mal gespannt, was jetzt passiert. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das ist die neueste Narbe, die Puchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Okay. Fangen wir an, Shepard. Jo, wir hacken erstmal. Wir hacken erstmal ein bisschen. Wir hacken uns erstmal hier durch die Turbine. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, machen wir direkt. Immer mit der Ruhe. Wir durchsuchen hier noch schnell ein paar Sachen. Wo wir das tun. Liegt so viel Kram rum. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, bleib doch mal ruhig. Machen wir schon noch. Kommst noch früh genug aus der Pubertät, Junge. So, schauen wir noch was. Da ist noch eine Leiche. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Wo ist sie denn? Wo ist denn die Leiche? Hä? Ach, da oben. So. Auch noch Turbinenteile. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Oh shit. Kacke. Scheiße. Mist. Da liegt noch ein Medipack. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. So. Kommen Sie denn? Ich werfe sie um. Nimm das. Das ist aber doof hier. Mist. Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Ja klar, das schaffen wir schon, Junge. Das ist kein Thema.
könnte mal ein bisschen mit der Schrotflinte rumballern. So, schießen wir mal damit ein bisschen. Es wäre schön gewesen, wenn wir die Turbine geöffnet hätten. Dann wäre vielleicht die Mauer da weggegangen. Dann hätten wir eine super Schussposition gehabt. Da kommen sie. Ich bin bereit. Ich leg euch alle um. Die Schrotflinte ist doch nicht so gut. Nehmen wir mal das Präzisionsgewehr ein bisschen. Bleibt der Rest. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ah, okay. Mal wieder aktivieren. Verstehe. Ah, hol mal, aber diesmal holen wir mal die hier. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen empfohlen, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Aber Feind, die Inseln. Das man rums, ey, mein lieber Mann. Der Tod wartet. Kommt da. Was war das? Ach, den muss man auch wegschießen. Okay. Verstehe. Ich werde euch vernichten. So, wartet. Noch einer hier rum. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Nun tragen alle Kroganer die Genophage in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel. Überleben.
kommt denn da? Was ist das da denn? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ich werd bescheuert. Ich werd bekloppt. Mit dem Ding ist das Spiel abgestürzt. Verdammte Scheiße, ey. Es ist nicht wahr. Mass Effect 2 funktioniert nicht mehr. Oh Gott, ey. Ah, na gut. Also, dann werde ich mich mal nochmal hier hinspielen und dann müssen wir das da in der nächsten Folge nochmal machen. Es tut mir schrecklich leid. Shit happens. Man kann es nicht ändern. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis demnächst und tschüss. So, da sind wir wieder. Jetzt weiß ich leider nicht... Für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, jetzt, ich habe ja eigentlich eben gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber ich glaube, jetzt, da ich jetzt gerade feststelle, dass wir hier anfangen, schneide ich die Folgen dann einfach zusammen. So. Alle Kroganer, die Genophane in sich, unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel. Stellt sich die Frage, wo wir sind, wo wir anfangen. Spüren Sie das? Alles vibriert. Oh, wir sind hier wieder. Okay. Ja, cool. Dann verlieren wir ja so gut wie gar nichts. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Nehmen uns direkt den Partikelstrahler. Und dann kriegt der Kollege hier mal schön ein vor den Latz geknallt. So, genau so machen wir das auch. Jetzt kommt er da hoch. Aber sicher doch. So, dann laufen wir da hinten rüber zur Treppe. Weil er kommt nämlich jetzt hier raus. So, Großwildjäger-Update Erfolg bekommen. Sehr schön, ich glaube, wir haben's. Wir bekommen Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Ich will auch mehr. Sie sind am Leben. Und Sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Es stimmt, dass ihr Alien Schwächen in meinem Krant gefunden hat. Ich frage mich,
Sie behaupten, sie seien rein? O'Keir hat sie konstruiert und kein Alien war daran beteiligt? Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Es ist Ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint Ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Dann holen Sie ihn sich doch. Uha. Jetzt scheppert's nochmal. Gleich geht der Spaß auf. Mein Gott, dann! Nichts kann mich aufhalten! So, kommt das Wahnsinn, oder? Totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Er kann mich verrotten. Machen wir gleich. Warte mal, hier liegt noch Kram. Oh. Nee. Wollte ich nur mitnehmen. Mist. Ich glaube, wir haben die Mission geschafft. Oder kommt jetzt noch ein Dialog? Zum Abschluss von Grunts Pubertät? Abgeschlossene Pubertät sozusagen. Sie haben den Initiationsritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben. Aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grunt, Sie sind jetzt ein Erdnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist meine Kampfmeisterin. An sie kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Erdnot Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Schön. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schamanen wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre.
Und darin sind die Kroganer Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzend Mal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Kroganer in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Kroganer ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Kroganer. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Kroganer durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, bevor ein Kroganer zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt. Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Welche Riten mussten Sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Allerdings. So, dann haben wir's doch, dann haben wir's doch. Ich gehe jetzt. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, das könnte sich noch als nützlich erweisen. Wir haben es geschafft. So. Sehr schön, sehr, sehr schön. Schlund erledigt? Zu Fuß? Gehen Sie weg. Der Abgesandte der Faun-Clans muss Aliens nicht zuhören. Ah, so, okay. Was? Was? Galaktische Nachrichten? Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen wird verlautbart, dass der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress daraufhin untersucht wird, ob es sich da... Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschschlund erledigt haben? Ja. So, und... Warte mal, wir speichern mal gerade. Erstmal speichern und dann schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Da haben wir nichts. Tali Verrat. Migrantenflotte fliegen. Citadel, Garrus ist Citadel. Kollektoren aufhalten ist auch nicht hier und das ist auch Citadel. Okay, ja cool. Wir können... Moment. Gruppe. Der hat auch noch 4 Punkte. So, hier Brandmunition. Kann er mal Rang erwerben. Inferno-Munition. Ja. Wir haben auch noch 3. Dann könnten wir mal hier den Betäubungsschuss noch 1 hochskillen. Und Jack hat auch 2 Punkte. Okay. Da kriegen wir nichts. So, was ich jetzt eigentlich... schauen wollte. Nee. Das geht, glaube ich, nur auf der Normandy. Wie den Loyalitätsstatus der einzelnen Gruppenmitglieder. Das geht, glaube ich, nur um Raumschiff, oder? Der Erdland-Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzen. Mich würde interessieren, wie die Viturianer. Gehen Sie zum Clanführer, Erdnet Grant. Sie können sich frei bewegen. Ich habe Arbeit für Sie, wenn Sie wollen, Erdnut Grunt. Werden Sie nur den Menschen los, dann können wir reden. Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Weit ab von all dem Hightech-Lärm. Schon, aber ich finde es ein bisschen dreckig. Das formt den Charakter.
Ach, das ist doch die von dem, das ist doch die von der Raumstation. Und mit dem poetischen, Krogana, die wir miteinander verkuppelt haben. Super. So, zur Normandy bitte. Zur Normandy geht's jetzt zurück. Herrlich, Gott sei Dank. Ah, wieder einen Großteil geschafft. Wunderbar, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut.